Wie war dieses Spiel gegen Leverkusen? Mit einem Wort. Wild. Mit einem Gesichtsausdruck. Oder mit anderen Worten. Ja, ich war zu wild aufgeführt. Ich habe so viel Adrenalin gehabt. Adrenalin. Dann haben wir aufgeregt, aber das war zu wild, war ein bisschen zu wild. Weil Vorsicht, im gar nicht mal so hohen niederländischen Rollrasen lauert ein wildes Christian. Seine Attacke, bassisch, ist sehr effektiv. Fußball gespielt wurde auch noch. Hallo, ich bin Max, wie geht's euch? Ich hoffe, es geht euch gut. Und wie war euer Wochenende? War es auch gut? Ich hoffe, es war gut. Und was war das für ein Wochenende, oder? 8:0, 6:0, richtige Ergebnisse wie in der E-Jugend früher. Letztes Kapitel gibt's noch den kompletten Angry und danach Wiedergutmachungsstreich. Und wie ging's eurer Buchse vor Anpfiff? Ich hatte ein bisschen Kacke in der Hose, ja? Aber für was am Ende, fragt man sich. Am Ende zwar 1:2, aber von wegen kein Land in Sicht für den SC. Oder es blendet einfach nur so sehr und irgendjemand sagt bitte mal dem Lichttechniker im Stadion. Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief! Und ich bin gut drauf nach diesem Spiel. Ich habe zwar viele Fehlpässe gesehen und einen Florian Wirtz, der gut und gerne auch mal zu zweit oder zu dritt hat bearbeitet werden müssen. Europapokal, auswärts im Stadion in Serbien gewesen. Dann noch Leverkusen am Ende der Woche. Potenzial für auf die Fresse kriegen war auf jeden Fall da. Wenn du gegen Leverkusen, kann es sein, du kriegst 6, 7. Und so lief's dann. Am Ende haben wir darum gekämpft, ob wir einen Punkt holen. Und das macht den Coach natürlich stolz. Da kann ich nur den Hut ziehen, richtig einschätzen. Wir haben keine Punkte, wir haben verloren. Aber die Jungs haben heute viel mitnehmen können für sich, wenn sie so diszipliniert arbeiten. Schöne Worte vom Trainer des SC Freiburg oder wie manche auch sagen. Die Mannschaft besiegte den FC Freiburg. Ja, oder die Spielvereinigung Freiburg, Fortuna, Turbine Freiburg, da macht doch was ihr wollt. Und die Jungs, die hatten auf jeden Fall Bock und das haben alle Auswärtsfans im Stadion gesehen. Danke, dass ihr da wart, ihr habt richtig gut Stimmung gemacht und alle vom Handy haben es danach auch honoriert. Und klar, verdiente Niederlage, aber in Großbuchstaben. Wer so als FC Freiburg gegen eine der besten Mannschaften Europas spielt, der hat einfach nur ein Lob verdient. Wer so einen Kylian Sidibé zum Beispiel gesehen hat, meiner Meinung nach bester Auftritt seit langem oder vielleicht sogar überhaupt seit er das SC-Trikot anhat. Und ich hätte ihm natürlich auch diese Chance hier gegönnt oder hier, verdattelt er auch den Ball, setzt aber nach, kann die Situation dann immerhin selber noch vereiteln. Erste Hälfte offensiv. Alles andere als Silvester gewesen und dann tänzelt Flo Wirtz noch sich durch die Abwehr. Denn nichtsdestotrotz möchte ich den Anspruch haben oder den Anspruch habe ich, den Ball zu verteidigen. Und er schiebt das Ding sogar noch rein. Und ihr denkt, wir zeigen euch das Gegentor. Wir sagen ganz bewusst nein. Keine Gegentore, aber die Reaction von draußen gibt's. Leverkusen-Fans und Streich zusammen sagt alles. Ich meine, das sind Ausnahmeerscheinungen, Sané, Florian Wirtz. Die machen dann so ein Tor, das ist einfach zu respektieren. Das ist einfach so. Und vom zweiten Gegentor, Dummtor, können wir es eigentlich auch theoretisch taufen. Müssen wir überhaupt gar nicht erst anfangen. Pfosten, Atubolu dann auch noch an den Rücken und dann rein ins Tor. Das tut weh und das nervt vor allem, weil Noah nach diesem Spiel von mir eine imaginäre Sonne ins Klassenbuch reingeklebt bekommen hat. Stark angefangen, stark weitergemacht. Kritiker verstummt und das ist die beste Offensive. Und apropos Offensive, Hälfte 2 viel besser. Hier mal da jemand rechts liegen gelassen und mal da ein bisschen gefährlich vom Tor gewesen. Kylian Sidibé auch zum Beispiel wieder. Oder Liv Sohan war auch am Start. Und dann war es auf einmal Manuel Gulde, der auf den Platz kam, eingewechselt wurde und sich nur dachte: Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ja. Schauen wir mal, was wird. Was wird? 3 Minuten auf dem Platz und der Treffer für den FC Freiburg. Und das untermalt mit Whitney Houston in der besinnlichen Flöten-Edition. Es hat überhaupt keinen Sinn, aber es passt. Und Streich nur so. Ja, weil der hatte keine Zeit für Jubel! Weil er war nämlich mit der Vorbereitung seiner wilden Phase beschäftigt. Beispiel 1. Es ist die 90. Minute. Spiel on fire. Freiburg gut dabei. Der Ball geht raus. Leverkusen möchte wechseln. Streich steht aber vor den Einwechselspielern an der Seitenlinie, kriegt nichts davon mit und will, dass weitergespielt wird. Der vierte Offizielle muss ihn dann erstmal beruhigen.
Bester Typ, bester Typ. Es ist die 93. Minute, Beispiel 2. Noah Weißhaupt, auch Top-Spiel gemacht, kommt hier ins Stolpern, lässt sich dann nicht fallen. Streich ist damit unzufrieden, dass nicht gepfiffen wird, wütet draußen wie ein wildes Rumpelstilzchen und bekommt Gelb. Das Verständnis, wieso eine gelbe Karte bekommen hat, ja, mein Gott, ja. War da, einzig war da, kennen wir von ihm. Ja, ich war zu wild, war ein bisschen zu wild. Ich habe mich wahnsinnig geärgert wegen einer Szene, aber der Schiedsrichter hat gut pfiffen. Der Noah Weißhaupt, das Problem ist, der Merlin Röhl macht kein Foul gegen den Florian Wirz, weil der Merlin Röhl ist, ist halt so anständig. Und der Noah Weißhaupt ist auch so anständig, weil der Noah Weißhaupt läuft weiter, aber der Ball geht in die Ecke. Und dann denke ich, jetzt ist er anständig und kriegt kein Foul. Hätte er sich fallen lassen, hätte er hundertprozentig Foul gekriegt. Dann haben wir aufgeregt, aber das war zu wild und das war okay. Schiedsrichter gibt mir gelbe Karte, hat er recht gehabt. Aber so habe ich gedacht, wenn wir jetzt noch einen Punkt holen können, das wäre der Wahnsinn hier. Und, aber ich habe mich natürlich dann zu wild aufgeführt, das darf ich nicht. Und deshalb war es richtig und gut, dass er mir gelb gegeben hat. Und nochmal eins in Sachen Dulli-Tor, eine Erkenntnis, wenn schon ein Dulli-Tor fällt, wie das 2:1, von dem wir ja auch gerade gesprochen haben, ist es natürlich Balsam für die Seele des FC Freiburg, dass solche Geschichten von Boniface, solche Höhenflüge nicht am Ende reingehen. Geiler Name auch, Boniface. Und noch einen besseren Namen hat einfach tatsächlich nur dieser norwegische Spieler von dem Erstligisten Sandefjord Fotball, Franklin Daddy's Boy Nyente. Keine Ahnung, ob ich den Nachnamen richtig ausgesprochen habe, aber Franklin Daddy's Boy Goat. Danke an Louis Manzi, meinen Kollegen, der mir diese Inspiration gegeben hat. Jetzt Pokal gegen Paderborn und wir sehen uns in 3 Tagen. Und falls ihr Bock auf exklusiven Content habt, Maxi Eggestein beim Kaffeesaufen mit die Person, gönnt euch dieses Video. Ansonsten bis nach dem Pokal. Paderborn wird dann verlieren. Paderborn gegen, ne? Weil die spielen dann im Pokal gegeneinander.